Ja, der Wechsel ging Schlag auf Schlag. Dann nach der Saison direkt auch mit Sebastian nochmal lange zusammen gewesen und haben über die Vergangenheit, über die vergangene Saison gesprochen, analysiert, haben darüber gesprochen, was wir jetzt auch im neuen Jahr ändern wollen oder wo wir wieder hinkommen wollen, besser gesagt. Und deswegen war das jetzt ein ziemlich schneller Übergang, ohne eine große Pause. Und geht direkt weiter. Ja, viel, viel Kommunikation. Bei dieser Kommunikation auch immer alle Seiten mit abzuholen. Das wird es auch wahrscheinlich in Zukunft oder in den nächsten Wochen und Monaten auch noch viele Themen geben, die dann neu sind für mich und wo ich mit Sicherheit auch nicht alles richtig machen werde. Aber trotzdem freue ich mich auf die neue Aufgabe und ich glaube, es wird die größte Umstellung wird dann sein, auch die Entscheidung, die man trifft, auch in personeller Verantwortung, die dann eine größere und längere Auswirkung haben, als das vielleicht als Spieler auf dem Handballfeld der Fall war, indem man nach einem verlorenen Spiel 3 Tage später wieder die Möglichkeit hat, es besser zu machen. Das wird dann in der neuen Rolle anders sein. Fragen kann man immer. Also natürlich habe ich auch die Ziele, so gut wie möglich abzuschneiden, so wie es als Sportler auch der Fall war. Da spielen dann aber logischerweise auch noch andere Aspekte mit rein und bin da auch darauf angewiesen, was wir natürlich auch wirtschaftlich zur Verfügung haben. Und auch da kann man sich Ziele setzen, kann man auch wieder schauen, dass man über die Jahre hinweg auch wirtschaftlich wieder ganz nach oben kommt. Aber da sind wir aktuell mit Sicherheit nicht auf dem Top-Niveau der Handball-Bundesliga. Ja, ich wurde positiv aufgenommen. Wir haben uns heute Morgen getroffen. Wie du schon gesagt hast, ich kannte den einen oder anderen von der Nationalmannschaftswoche, die wir gemeinsam bestritten haben. Aber natürlich aus dem Liga-Alltag kennen wir uns. Den Verein kenne ich schon seitdem ich eigentlich Handball spiele, sowohl in der Jugend gegen Gronau-Estringen immer gespielt, als auch jetzt im Bundesliga-Alltag. Von dem her wurde ich gut aufgenommen. Ich denke, es wird einige Tage dauern, bis wir uns wirklich finden und bis wir uns kennengelernt haben. Aber da bin ich positiv gestimmt, dass das recht schnell gehen wird. Ja, also ich persönlich versuche, dass ich so schnell wie möglich meine Rolle hier finden kann, dass ich der Mannschaft schnellstmöglich weiterhelfen kann, damit wir eben gemeinsam wieder erfolgreich sind oder damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Runde spielen. Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, mich als Nachfolger zu betiteln, weil die Fußstapfen, die er hinterlassen hat, die sind sehr, sehr groß, möchte mir auch nicht anmaßen, irgendwie ihn zu imitieren oder ihn irgendwie, ja, zu vertreten, sondern ich versuche mein eigenes Ding, meine eigene Persönlichkeit, mein eigenes Spielstil hier reinzubringen, und dann konzentriere ich mich ja auf die Leistung, die ich machen kann. Ja, das Thema hatten wir jetzt sehr, sehr oft. Ich glaube, dass wir alle nicht zufrieden sind, wie wir die Saison beendet haben. Ich glaube, dass wir in der Hinrunde das gut gelöst haben mit den Verletzungen, dass wir da noch ganz gut dastanden, dass wir auch in Europa einen ganz guten Job gemacht haben bis zum Final Four. Aber dass wir natürlich was das Thema Stabilität in der Bundesliga angeht, was Spiele, wo wir uns mindestens auf Augenhöhe sehen, haben wir viel zu viele Spiele verloren. Wir haben viel zu viele Punkte abgegeben, zu Hause und auswärts, in Konstellationen, wo wir uns schon mindestens auf Augenhöhe gesehen haben. Daraus resultiert dann eine Saison, mit der wir sportlich alle nicht einverstanden waren, nicht zufrieden waren. Dafür gibt es Gründe. Die spielen aber jetzt auch keine große Rolle mehr, sondern es geht jetzt darum, das mitzunehmen, was wir gelernt haben aus dieser Saison, um mit dem neuen Kader, mit neuer Energie wirklich daran zu arbeiten, dass wir viel, viel stabiler auftreten, dass wir viel, viel präsenter auftreten in jedem Spiel und eine ganz, ganz hohe Energie in die Saison mitbringen.